Der Ringlokschuppen war fertig gebaut. Und der dicke Controller sprach noch einmal mit seinen Lokomotiven. So, ihr habt euch verdient, euch jetzt auszuruhen. Also fahrt in den Schuppen. Donald fuhr zuerst. Die Drehscheibe war ziemlich langsam, aber sie funktionierte und hielt das Gewicht der Lokomotiven auch sehr gut aus. Jetzt du, Dougie, sagte Donald, und Douglas fuhr heran. Hallo, Donny, da bin ich. Guck, da bin ich wieder. Bald schon waren alle Lokomotiven im Ringlaufschuppen versammelt. Na gut, dann gute Nacht alle zusammen, sagte Ben, und sie schliefen ein, als es Nacht wurde. Dafür, dass sie zu fünft in einem Lokschuppen waren, war es ziemlich ruhig. Und währenddessen, in der Werkstatt, waren die letzten Arbeiten von Thomas schon fast fertig. Aufwachen, aufwachen, rief der dicke Kontrolleur am nächsten Morgen. Ben, kommst du bitte raus? Ja, guten Morgen, Chef. Ben, die Arbeiten an Thomas sind nun endlich fertig. Ich möchte, dass du zur Werkstatt fährst und ihn abholst. Machst du das, Ben? Oh ja, lieben gerne, Chef, sagte Ben. Na gut, dann fahr los. Ja, Chef. Ben konnte es kaum erwarten, Thomas endlich wiederzusehen. Er soll ja einen ganzen Neubau bekommen haben. Er freute sich schon, herauszufinden, wie Thomas nun aussah. Bald schon kam er bei der Werkstatt an. Thomas, bist du da drin? Fragte er. Ben, bist du das? Ja, ich komme gleich. Thomas, warte, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Check deiner Bremsen. Du musst doch kurz hier warten. Alles okay da drin, Thomas? Fragte Ben. Ja, alles gut. Jetzt lassen Sie mich doch endlich los. Ich will meinen Freund wiedersehen. Thomas, halt, was machst du da? Ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen. Ich möchte, dass sie mich endlich wieder sehen können, sagte Thomas und rollte davon. Und sein Trittbrett war gerade und er war neu lackiert worden. Wow, Thomas, du siehst ja klasse aus. Und dein gerades Trittbrett, jetzt kannst du ja endlich richtig rangieren. Ja, genau, jetzt sind meine Puffer nicht so abnormal tief. Jetzt kann ich so gut rangieren wie du, denke ich, sagte Thomas. Na gut, ich ziehe dich dann erstmal, weil nach so frisch repariert kannst du wahrscheinlich noch nicht so gut fahren, sagte Ben. Also koppelte er sich an Thomas an und zog ihn nach Titmus. Auch ganz schön schwer, aber du bist ja auch eine große Lokomotive, sagte er. Bald schon waren sie in Titmus angekommen. So, Thomas, da wären wir. Das ist der Ringlokschuppen. Sieht doch wundervoll aus, nicht wahr? Oh ja, wirklich schick. Aber ich will trotzdem weiterhin in meinem alten Depot schlafen. Wow, wirklich? Das heißt, ich darf da mit Donald, Douglas, Edward und Henry drin schlafen. Na gut, aber stell mich vielleicht trotzdem noch mal kurz dort ab, sagte Thomas, damit ich mich ausruhen kann. Also rangierte Ben Thomas in den Lokschuppen rein. Na dann bis später, sagte Ben. Ich muss leider noch ein bisschen rangieren. Wir sehen uns später. Und er fuhr los, um zu rangieren. Thomas war erstmal alleine, aber nicht lange. Gegen Mittag kam Edward ins Depot rein. Na hallo Thomas, du siehst ja auch fantastisch aus. Und sie fuhren in ein Gespräch rein. Bald schon gesellten sich Donald und Douglas dazu. Und wenig später war das Depot auch wieder voll. Währenddessen war Ben gerade mit Rangieren beschäftigt. Auf dieses Gleis, weichen! So, und jetzt zu euch Tankern. Bisschen weiter zurück. So, jetzt ist ja noch Platz für mehr Waggons. Weichen! So, Reisezugwagen. Oh, ich ziehe ich mal ein bisschen weiter nach hier. So. Weichen! Gut, passt doch. So, ich bin fertig. Das heißt, ich kann ins Depot zurückkehren. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat beim Arbeiten. Und Ben fuhr zurück ins Depot. Aber das Depot war voll. Oh, hallo Ben, sagte Henry. Wir freuen uns, dich wiederzusehen, aber du kannst gleich wieder gehen. Das Depot ist voll. Nein, sagte Thomas. Ich schlafe nicht hier. Ben, tu das. Ich will in meinem Schuppen in Farquhar übernachten.
Ja, und ich möchte mich nochmal herzlich dafür bedanken, Thomas. Ich danke dir. Na gut. Also, jetzt ist die Bucht frei, Ben. Und Ben rollte auf die Drehscheibe. Weiterhin habe ich gehört, dass auch mein Lokschuppen jetzt aufpoliert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, dass ich zusammen mit meinen Reisezugwagen in einem Depot bin. Und das reicht mir doch als Gesellschaft, meine treuen Reisezugwagen. Naja, und du bist hier mit den großen Lokomotiven. Wir sehen uns dann morgen, wenn die Arbeit wieder losgeht. Bis dann, Thomas, sagte Ben. Und sie fuhren in ihr jeweiliges Depot zurück. Thomas freute sich, mit Annie und Clarabelle in einem Depot zu sein. Aber auch die Diesellokomotiven, Diesel, Salty und Mavis, hatten nun ein eigenes Depot für sie dritt zu dritt. Auch Emily und Spencer hatten nun ein Depot für sich selbst. Aber natürlich, Donald, Douglas, Ben, Henry und Edward waren nun gemeinsam im Lokschuppen in Tidmouth. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.